Der Denon AVR X2800H für 969 Euro, der zu einem Aufpreis von 30 Euro auch als Variante mit DAB-Tuner erhältlich ist, läutet die nächste Gerätegeneration der Denon AV-Komponenten ein. Er soll sich für kleinere Setups in mittelgroßen Räumen eignen und befeuert mit 7 Endstufen beispielsweise ein 5.1.2 3D-Audio-Setup. Decoder für Dolby Atmos und DTS:X inklusive der zugehörigen Abmixer sind an Bord und an Leistung werden 150 Watt pro Kanal von der Class AB Verstärkung bereitgestellt. Natürlich sind eine ganze Reihe weiterer und neuer Features an Bord, die wir hier vorstellen möchten. Zunächst aber bescheinigen wir dem Denon AVR ein überzeugendes Finish und eine solide Verarbeitungsqualität. Identisch zu früheren Generationen sind Bedienelemente sowie Anschlüsse sauber integriert. Das Chassis wirkt robust und stabil und steht auf großen Füßen. Drehregler sind solide geführt und passen Quelle und Pegel an. Bei der Anzeige bleibt der Hersteller dem Punktmatrix-Display treu. Stylische Coveranzeigen in Farbe bleiben außen vor. Vorteil ist die unproblematische Ablesbarkeit in jeder Situation. Das Design wurde moderat überarbeitet, zweifellos gibt sich der AVR X2800H aber wieder als Denon-Komponente zu erkennen und ist ausschließlich in Schwarz erhältlich. Das Innenleben gefällt mit sauberem Platinenlayout und einer übersichtlichen Verkabelung. Schauen wir uns die Rückseite genauer an, entdecken wir direkt ein neues Highlight des AVR X2800H. Der AV-Receiver bringt 6 HDMI-Eingänge mit, von denen nun 3 Stück komplett 8K-fähig sind und 4K mit 120 Hz Bildwiederholrate unterstützen. Außerdem HDR, Dolby Vision, HDR 10+, Dynamic HDR, HLG und die Gaming-Funktionen ALLM, VRR und QFT sowie QMS. Natürlich ist auch EARC an Bord und Inhalte können auf 8K-Auflösung hochskaliert werden. Weitere Schnittstellen umfassen 2 optische Digitaleingänge, analoge Cinch-Eingänge inklusive Plattenspieleranschluss, 2 Subwoofer-Preouts, Preout für Zone 2 sowie die Anschlüsse der verschiedenen Antennen. Ins Netzwerk wird der AVR-Kabel gebunden oder drahtlos integriert, auch Bluetooth wird unterstützt. Übrigens, im Denon Receiver kommt ein neues WLAN-Modul zum Einsatz, welches aktuellste Wi-Fi-Spezifikationen bietet und eine noch höhere Verbindungsstabilität realisieren soll. Vorne befinden sich weiterhin ein USB-A-Slot, ein Kopfhöreranschluss und der Anschluss für das Odyssey Setup-Mikrofon. Im AVR X2800H arbeitet Denon mit der Odyssey-Ausbaustufe Multi-EQ XT. Eine Option auf Dirac Live wird es, im Gegensatz zu den teureren Modellen, hier nicht geben. Größtes Plus, wenn man den Denon AV-Receiver ins Heimnetzwerk einbindet, ist abseits von AirPlay 2 Support die Verwendung von Heos. Die Multiroom- und Streaming-Plattform ist ein essentieller Bestandteil des Denon-Portfolios und zählt dort, sowie auch bei Marantz, bei vielen Komponenten zum Standardrepertoire. Heos erlaubt dem Anwender nicht nur die Nutzung von zahlreichen Musikstreaming-Diensten und hochauflösende Wiedergabe über das Heimnetzwerk, sondern auch die Übertragung von Musiksignalen an andere Komponenten mit Heos Built-In, wie zum Beispiel die Denon Home Lautsprecher. Gesteuert wird alles bequem mit der Heos-App, die erst kürzlich betreffend aktueller Sicherheitsmaßnahmen und mit einem neuen Look umfassend überarbeitet wurde. Komplett überarbeitet wurde auch die grafische Benutzeroberfläche des On-Screen-Menüs. Sämtliche Inhalte erscheinen jetzt in 1080p HD-Auflösung und wirken auf modernen Bildschirmen folglich deutlich attraktiver als die früheren PAL-Inhalte. Der Einrichtungsassistent war bereits in früheren Versionen äußerst hilfreich. Jetzt hat Denon nochmals nachgebessert und begleitet den Anwender wirklich Schritt für Schritt mit aussagekräftigen Bildern und klar verständlichen, ausführlichen Hilfetexten beim Heimkino-Setup. Die Odyssey-Einmessung funktioniert an maximal 8 Positionen zuverlässig, etwas Maniküre kann im Einzelfall für das perfekte Ergebnis noch notwendig sein. Nicht nur die Erstinstallation, auch das Hauptmenü des Denon AV-Receivers erscheint natürlich in der neuen hohen Auflösung, was die Bedienung zusammen mit der grundsoliden Fernbedienung zusätzlich vereinfacht. Quick Select ist zwar nicht neu, verdient aber dennoch Erwähnung. Eingangsquelle, Lautstärke und Klangmodus zum Beispiel können den Tasten 1 bis 4 zugewiesen werden. Drückt man dann auf eine der Schnellwahltasten, werden exakt diese Parameter gleichzeitig aufgerufen und ein umständliches Setup entfällt. Sehr praktisch finden wir auch die Anzeige der Input-Signalinformationen, die kaum Wünsche offen lässt. Bereits mit der Info-Taste auf der Fernbedienung kann man sich zahlreiche Infos zu den eingehenden AV-Signalen anzeigen lassen und sieht auch direkt, welche Lautsprecher im Einsatz sind. Im Menü kann man darüber hinaus zusätzliche Infos zu den HDMI 2.1 Features ALLM, QMS, QFT und gegebenenfalls auch der maximalen FRL-Bandbreite einholen. So kann man sich sicher sein, dass beim Genuss der Lieblingsinhalte alles genau so wiedergegeben wird, wie man möchte.
Und nicht nur angesichts der aktuellen Situation wollen wir auf den Eco-Mode hinweisen, der den Energieverbrauch des AVR X2800H entscheidend verringern kann. Im Modus automatisch werden bei geringer Lautstärke die Einsparfunktionen automatisch aktiviert, bei höherer Lautstärke, also auch höherem Leistungsbedarf, dann wieder abgeschalten. Klanglich hat uns der AV-Receiver regelrecht erstaunt. Der nicht gerade günstige Denon rechtfertigt seinen Kaufpreis mit einer überdurchschnittlich detailreichen, zugleich kraftvollen und homogenen Performance. Er spielt eine Liga höher als seine Vorgänger und zeigt eine enorme Pegelfestigkeit, außerordentliche Impulstreue und hohe Ausgewogenheit. Für unter 1000 Euro werden hier alle Register gezogen. Vorteile bringt auch der integrierte Dialogue Enhancer, der die Sprachverständlichkeit in jeder Situation verbessert. In der aktuellen Version funktioniert das jetzt neu nicht nur im Mehrkanal-Setup mit dediziertem Center-Lautsprecher, sondern auch komplett ohne Center-Kanal. Der erste Wurf der neuen Gerätegeneration ist Denon zweifellos gelungen. Akustisch mehr als überzeugend und mit den elementaren Decodern bestückt, ist der AVR X2800H eine exzellente Schaltzentrale für kleinere Mehrkanal-Setups. Die Einrichtung und Handhabung gelingt mit dem neuen, hochauflösenden Interface noch einfacher und dank Heos Built-In, 8K HDMI-Beschaltung und innovativen Zusatzfunktionen ist es auch um die Flexibilität hervorragend bestellt. Weitere Informationen gibt es im ausführlichen Testbericht in Textform auf areadvd.de.